Insanity, meine Besten. Hier ist Mark und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Let's Play Limbo. In der letzten Folge sind wir tief in das Herz dieser Fabrikhallen gekommen, haben unsere Schwester gefunden und wurden dann grausamerweise wieder von ihr getrennt. Tja, und jetzt haben wir hier wieder diverse Schalter und so weiter und so fort. Und haben jetzt zum Beispiel diese Zahnräder umgedreht und könnten versuchen, unsere Schwester wiederzufinden. Ach, diese blöden Maden, ne? Ich muss wirklich sagen, ich hasse diese Viecher. Die sind wirklich, wirklich schlimm. Also jetzt muss ich aber gerade mal überlegen. So, hier rauf, genau. Und ja, dann geht das so. Okay, perfekt. Ja, wie gesagt, ein schönes, nettes, kleines Rätsel. Hier muss man wirklich mal wieder um die Ecke denken, ne? Ich meine, ja, wie soll man das nur machen? Wie kann man diese Zahnräder bewegen? So, nee, da können wir natürlich jetzt nicht durch. Ich weiß nicht genau, wie man da unten zu dieser Larve kommen soll. Ich glaube, das habe ich auch noch nie geschafft. Aber gut, mir ist es eigentlich recht egal. Und ich gehe gerne hier durch und... Yay! Jetzt können wir hier was anmachen. Und mit dem richtigen Timing hier drauf springen, okay. Okay. Nee, Moment. Jetzt muss ich echt mal gucken, was hier wo ist. Okay, das können wir schon mal hier hin transportieren. Ah ja, doch, das sieht gut aus. Ich glaube, wenn wir das genau da drunter schieben, wäre das schon mal nicht verkehrt. So, dann muss das nach hier drüben. Ja, und es ist wundervoll. Es kommt hier jetzt also Elektrizität nochmal richtig dazu. Das war ja vorher stellenweise nicht so, muss man sagen. Nee, das war wieder zu spät. So nochmal. Und, nee, so hat es leider nicht geklappt. Okay, machen wir das Ganze nochmal, verdammt. Ja, also Elektrizität kommt jetzt wieder hier in dieses Spiel und wird jetzt also auch ein richtiger Bestandteil der Rätsel. Und man ist also wirklich in einem neuen Abschnitt, wo neue Gefahren, Herausforderungen auf einen warten und das war wieder zu langsam. Oder beziehungsweise falsch getimed. Ich hasse das. Oh Gott, wir müssen also wirklich bis zum letzten Moment warten. Und das sind jetzt also diese Punkte, wo es manchmal wirklich ein bisschen nerven kann. Ja, dann... ich meine, was soll das? Warum muss ich jetzt ewig und 3 Tage warten? Nur, um jetzt da oben hin zu können. Ah, so, endlich. Ja, das Timing kann manchmal eben so ein bisschen blöd sein. So, und jetzt können wir losfahren. Das war alles, was wir eigentlich machen mussten, weswegen wir das da eben tun sollten. Ja, und hier will ich jetzt auch nochmal auf interessante Art und Weise mit Licht und Schatten gespielt. Wir versuchen natürlich im Licht zu bleiben. So, mal rauf hier mit uns. Ah! Ja, wir sehen. Hier muss man noch ein paar richtig vernünftige Sprünge hinkriegen. Nein! Warum? Ich habe dann wieder nach oben gedrückt. Wieso geht der denn da auch nach unten, dieser dumme Junge? Und das vordere Rad bewegt sich gar nicht mehr. Naja, meinetwegen. So, wir müssen übrigens auch hier oben rauf, denn wenn wir da unten bleiben würden, auf dem Karren, dann würde diese Säge uns vernichten und so vernichtet uns die Elektrizität. Haben wir da gerade nochmal gezuckt? Jesus Maria, also wie gesagt, dieses Spiel ist ziemlich bösartig, sehr makaber, sehr, sehr, sehr makaber. Okay, dürfen wir das jetzt bitte einmal schaffen? Jo, dürfen wir, perfekt. So, jetzt bleibe ich aber hier stehen. Und wir warten. Und man sieht manchmal im Vordergrund noch so Seile und sowas, Stahlseile, ich weiß es nicht. Da entlang. So, und hier rauf. Verdammt, doch nicht. Mist. Na gut, wenigstens kommen wir da weg. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Aha. So. Holen das hier rauf. Klettern da drauf. Gehen schnell hier hoch. Und bevor es jetzt
Auf. Komm, springen wir und kommen darüber. Perfekt. Ja, ja, man muss schnell sein im Limbo. Und, oh ja, wir haben zum nächsten Mal hin wieder alles Mögliche in Bewegung versetzt und sind nochmal in so einer grässlichen Situation, in der sich der ganze Raum um uns herum bewegt. Und ich glaube, da kommt gleich was auf uns zu. Es kommt direkt auf uns zu, um es mal wie in South Park zu sagen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Okay, da ist noch Elektrizität. Das war dumm von mir. Aber da haben wir es gerade gesehen, da war der Stein. Und es klang wie ein Stein. Also ja, diesmal müssen wir aber was zu tun haben. Ach Gott, nein, das müssen wir jetzt nochmal komplett machen. Na, dann auch so. Auf hier. Ja, und die Musik mal wieder. Volle Kanne dabei. Es wird gefährlich, heißt das, falls ihr es nicht bemerkt haben solltet. Ja. Ja, und das mit der Lampe ist jetzt natürlich auch sehr interessant hier. Wir sehen immer nur so einen kleinen Bereich. Oh, nein, 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 nein. Wir werden sterben. Wir sterben, ja. Und da kommt der Stein und wir sind tot. Verdammt. Da bin ich zu spät gesprungen. Aber ja, ich finde das wirklich sehr, sehr, wirklich sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen, mit der Lampe. Ja, das lässt einen einfach nochmal... Ich bin so blöd. Das lässt einen einfach, ja... Das erhöht nochmal die Spannung dieses Abschnitts, weil man eben immer nicht sieht, wo man lang muss. So, jetzt aber. So, da haben wir die Leiter gerade schon gesehen. Und diesmal springen wir rüber und kommen auch richtig darauf. Perfekt. Diesmal warten wir bis zum richtigen Moment. Lassen uns nicht da durch diese Elektrizität da unten kaputt machen. So. Und jetzt können wir hier rüber. Perfekt. Okay, da vorne ist noch was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, okay, gut. Alles klar, wir scheinen. Können wir... Nein, da können wir natürlich nicht hoch. Und ich wette, jetzt müssen wir das alles nochmal machen, weil ich dumm war. Yay, wir müssen alles nochmal machen, weil ich dumm war. Dummheit. Dummheit, Dummheit, Dummheit. Okay, Spiel. Pass mal auf. Jetzt lässt uns hier mal durch. Und dann machen wir das. Ja, über die Lampe kann ich leider nichts mehr erzählen. Wie gesagt, es wird langsam ein bisschen schwer, was zu erzählen über das Spiel. Denn ja, ihr merkt, das Gameplay an sich ist weitestgehend, ich sag mal, minimalistisch. Ja, also da gibt es abwechslungsreichere Spiele. Okay, diesmal aber. Diesmal aber. Oh nein, 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 Moment, das will ich natürlich jetzt nicht da runter. Also ich will das schon da runter, aber ich will da nicht selber runter. Ach Mann, das ist doch wieder alles scheiße hier. Ja komm, da verbrutzeln wir uns das Gesicht. So. Kann das bitte diesmal klappen? So, also, nochmal. Diese Kiste. Hier hinten hin. Dann hier rauf, okay. So, und der Trick ist jetzt das, was ich eben rausgefunden habe, nämlich sich einfach so hier runter zu hangeln. Haha, sehr schön. Tja, gut, dass ich eben aus Versehen irgendwo runtergeklettert bin. Das hätte jetzt auch anders ausgehen können. Oh Gott, oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Nee, da kommen wir nicht lang. Wir müssen hier runter. Denn, ja, das sind, nee. Wir müssen da doch nicht runter. Oh Gott, wie ging denn das nochmal? Also, ihr merkt, dass hier sind Geschütze. Zack, da ballern sie. Wir haben leider im Moment irgendwie keine so richtige Möglichkeit, um da lang zu kommen, was mich gerade äußerst stark verwundert. Ja. Vielleicht, wenn wir jetzt hier hochspringen oder so. Und nein, auch da nicht. Nein, irgendwas habe ich jetzt übersehen. Was habe ich übersehen? Kann man die Kiste hier nochmal mitnehmen vielleicht? Nee, das geht leider nicht. Ich meine, da gab es irgendeinen komischen Trick zu.
Irgendwas konnte man da machen. Aber das war's nicht. Ah, okay. Ah, das bewegt sich. Ja. So. Und dann konnten wir damit nämlich das zerstören, richtig. Wenn wir jetzt schnell genug wären, dann wäre das super. So. Und jetzt zerstör das da bitte. Perfekt. Okay. Gut. Alles klar. Und die Musik hört auf. Zu schade. Aber ja, Musik wird hier, wie gesagt, nur sehr spartanisch eingesetzt und der ist dadurch aber natürlich auch immer effektiv. Also fraglich ist für mich jetzt gerade... Oh, ich erinnere mich, was jetzt kommt. Magnetismus! Magnetismus wird eingesetzt. So, genau. Und zwar in Form dieser Kisten hier. So, bringen wir die erstmal hier hoch. Oh, da oben ist eine Leiter. Ich erinnere mich daran, dass dieses Rätsel eigentlich wie die meisten Rätsel hier ganz einfach war. Aber man muss schon ja, wissen, was man tun möchte. Dazu gehört, glaube ich, dass wir diese Kiste hier hochschieben. So, genau, dann kommen wir nämlich da oben hin. Perfekt. So, dann knallt die Kiste da gleich nicht mehr runter. Und. Ah ja, sehr gut. Jetzt haben wir die Leiter hier unten. Jetzt muss ich gerade überlegen. So, packen wir die einfach mal da hoch, die Kiste. So. Und gehen hier rauf. Oh, da hinten ist ein Reifen. Können wir mit dem irgendwas machen? Nee, vermutlich nicht. Aha, okay. Ne, jetzt muss ich gerade überlegen. Moment mal. Nein, du bleibst bitte noch kurz da oben, damit ich Zeit habe. So, wir gehen jetzt erstmal hier hoch, denn ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, diese Kiste da unten hier hochzukriegen. Also nicht die Kiste da ganz unten, sondern die andere Kiste, die wir schon hier haben. Ah, doch, das müsste jetzt klappen. Ja, es klappt. Aber wir sollten aufpassen, dass uns dieses Gerät hier jetzt nicht zerstört. So. Mal gucken. Wie? Genau. Ich bin gerade wirklich etwas verwirrt, muss ich sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das richtig ist, was ich hier mache. So, klettern wir nochmal hier rauf. Ah. Ah, ich mag diese Magnetismus-Puzzle nicht ganz so gerne, muss ich sagen. Da gibt's Besseres. So, rauf hier ganz flott. Ach klar, ja. So, und jetzt haben wir hier genug Zeit, um hier hochzukommen. Perfekt. Haha, ich hab's geschafft. Yay, ich freue mich. So. Oh ja. Und hier erinnere ich mich auch. Aber meine Besten, ich denke, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um einen kleinen Cut zu machen. In dem Sinne, ich bin Marc. Ich hoffe, diese Folge von Limbo hat euch gefallen. Der Kommentar war nicht ganz so gut. Ich weiß, ich muss jetzt sehr viel überlegen in dieser Hälfte des Spiels. Ja, aber ich hoffe sehr, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.